Das Coronavirus spaltet unsere Gesellschaft. Es gibt diejenigen, die sich rigoros an die gesetzten Maßnahmen der Regierung halten und die anderen, die das alles nicht so ernst nehmen. Hinzu kommen Themen wie die US-Wahl und Terror in Wien, die ebenfalls die Gemüter erhitzen. Welche Ansichten sind die richtigen? Können festgefahrene Meinungen innerhalb der Gesellschaft aufgebrochen werden? Und wie gehen wir in Zeiten wie diesen mit den Andersdenkenden um? Dazu spreche ich jetzt mit dem Kommunikationstrainer und Autor Patrick Nini. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Nini, Corona beschäftigt uns jetzt bereits seit einem gut Dreivierteljahr. Es spaltet, wie man sieht, eindeutig die Gesellschaft. Aus einem einstigen Zusammenhalt wie im Frühjahr ist eigentlich nicht mehr viel zu merken. Und auch ein Wir-schaffen-das-gemeinsam-Gefühl ist mittlerweile auch mehr oder weniger verpufft. Woran liegt denn das? Wir merken jetzt so ein kleines Phänomen, wie wir das bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft kennen. Und zwar jeder meint es besser zu wissen wie der Trainer der zu spielenden Partei. Jeder glaubt, hat die Informationen aus YouTube, wo auch immer, und meint das dann tatsächlich zu erkennen. Und wenn ich mich jetzt persönlich hernehme, ich kann gerade mal ein Bakterium von einem Virus unterscheiden. Ich würde mir nie anmaßen, jetzt irgendwo in eine Diskussion, in eine medizinische Diskussion einzusteigen, weil ich von mir weiß, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur meinen Gefühlen trauen, der Seriosität, wie ich jemanden einschätze. Aber ich selbst würde mich da nie einschätzen. Aber es gibt viele, die sagen, ja, ich weiß es besser. Ich bin so sozusagen Hobby-Virologe. Und was dazu kommt, ist viele emotionale Faktoren. Wenn man gefestigt ist, wenn man Jobsicherheit hat, wenn bei mir ist so, ich single, keine Kinder, ich habe niemanden, der hinter mir herumturnt. Aber wenn das eine Belastung ist, dann bewerte ich Informationen auf einer ganz anderen Ebene, und zwar auf einer emotionalen Ebene, weil mich ja das direkt emotional beeinflusst. Und wenn es um die emotionale Ebene geht, dann haben Fakten viel schwieriger eine Chance, wie wenn man neutral sozusagen in der Hinsicht aufgestellt ist. Aus einer Solidarität wird jetzt mehr oder weniger eine Missgunst, und viele stellen sich auch die Frage, was ist wichtiger, Wirtschaft oder Gesundheit? Aber kann man sich eigentlich diese Frage stellen, oder beziehungsweise dürfen wir uns überhaupt so eine Frage stellen? Gut, bei dieser Frage muss man tatsächlich die Moralphilosophen fragen. Aber die Aufgabe von Politiker ist ja natürlich, das in einer Demokratie abzuwägen. Und der Politiker hört jetzt vielen Branchen zu, der hört der Wirtschaft zu, der hört den Epidemiologen zu, der hört den Ärzten zu. Und der muss letztlich entscheiden. Und wichtig ist halt einfach, dass Politiker transparenter entscheiden und den Bürgern zur Verfügung stellen, wie sind sie denn zur Entscheidung am Ende gekommen. Und ich habe jetzt direkt einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Und ich habe schon erwähnt, ich hatte jetzt nicht so Lust auf die Ausgangssperre, weil ich hier beobachtet habe, in Deutschland waren über den ganzen Sommer die Regeln ziemlich konstant, was das Corona betrifft. Das heißt, ich muss mich jeden Tag nicht neu orientieren, was darf man und was darf man nicht. Und die Folge war, die Zahlen sind ein bisschen mehr wie die Hälfte niedriger wie in Österreich, und die Regeln sind jetzt nicht ganz so streng. Das heißt, was auch noch oftmals dazu kommt, ist, wenn die Regeln viel härter sind und man sagt, hey, die Politik hat es aber verschlafen, dann ist man auch dann nicht ganz so bereit, die Regeln auch mitzutragen. Das heißt, was eben ganz wichtig ist, dass Politik transparent kommuniziert. Und da haben sicherlich momentan mehr oder weniger Leute das Gefühl, dass das eben nicht ganz transparent ist. Die Corona-Angst steht einer heiteren Sorglosigkeit gegenüber. Also es gibt diejenigen, die sich von der Rhetorik und den Worten der Regierung beeindrucken lassen, wirklich jeden Kontakt meiden, sich mehr oder weniger zu Hause verbarrikadieren, sich zurückziehen und wirklich jeden Kontakt meiden, um eine Ansteckung zu vermeiden. Es gibt auch die andere Seite, das sind diejenigen, die sich von diesen sogenannten Daueralarmismus der Regierung mehr oder weniger von diesem Daueralarmismus ermüdet sind und alles für übertrieben erachten. Also man kann sagen, wirklich jeder hat eine Meinung zum Coronavirus. Warum das Ganze? Weil es uns ja alle betrifft. Aber wenn Corona jetzt so polarisiert, stellt sich auch die Frage, was steht denn unserer Gesellschaft überhaupt noch bevor? Also was so bevorsteht, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich keine Glaskugel habe. Allerdings sind wir auf einem sehr schmalen Grat unterwegs. Und zwar auf der einen Seite greifen Präventionsmaßnahmen, und wenn sie greifen, dann sieht man nicht unmittelbar die Gefahr. Wenn sie nicht greifen, dann hat jeder irgendwo einen Freund oder einen Bekannten im Umkreis, wo an Corona
erkrankt ist. Und dann kommt das Ganze emotional auch näher. Und das ist halt gerade das Trickreiche dran, dass wir auf diesem schmalen Grat uns bewegen. Es gibt auch momentan die sogenannten Corona-Leugner. Darunter ist auch eine Gruppe von österreichischen Medizinerinnen und Medizinern, die sich gegen die Maßnahmen der Regierung aussprechen. Sie sagen wirklich konkret, die Maßnahmen, die jetzt von der Regierung verhängt worden sind, einfach übertrieben. Und gleichzeitig warnt diese Gruppe vor den gefährlichen Folgen der Einschränkungen. Also wenn wir uns jetzt alle isolieren und keinen Kontakt mehr zu anderen haben, auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Sie warnen wirklich vor diesen Folgen der Einschränkungen. Kann man jetzt wirklich sagen, das sind eindeutig Corona-Leugner oder auch die Andersdenker? Also zunächst, mich hat es erschrocken, dass, wie ich das erste Mal den Begriff Kopfidiot gehört habe im Frühjahr. Damals gab es noch die Menschen, die das Ganze ein bisschen kritisch beachtet haben. Und das schadet denn so eine gesunde Kritik auch gegenüber der Regierung. Die ist ja sehr angebracht. Natürlich alles sagen und hey, da ist eine viel größere Kraft dahinter, ist sehr gefährlich. Aber so eine gesunde Kritik, das ist ja nichts anderes, was Opposition macht, die schadet ja nicht. Was im Frühjahr halt passiert ist, gerade in Berlin, ist, dass viele Leute, die niemals miteinander demonstriert hätten, auf einer Demonstration zu finden waren. Reichsbürger, Leute, die Sorgen haben und Leute, die es einfach ins Lächerliche ziehen. Und was wir gemacht haben, ist, wir gehen her und sagen, das sind alles Kopfidioten, das sind alles Dummköpfe. Und generell, was das Ganze betrifft, ich werbe dafür, dass wir vorsichtiger sind, wenn wir andere Menschen einfach als Idiot oder als Dummkopf bezeichnen. Denn gerade wenn man das aus der kommunikativen Ebene beschaut, alles, was ein Mensch macht, hat ja irgendwo psychologische Hintergründe. Da gibt es ja immer Ursachen dafür. Da passiert etwas im Gehirn. Wir haben im Gehirn einen rationalen und einen irrationalen Teil. Und manchmal verlaufen sich die Dinge dann einfach von selbst. Und natürlich gibt es die Corona-Leugner, die es wirklich nicht ernst nehmen. Und auch da sind aber psychologische Effekte dahinter. Ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich versuche, die Dinge aus der Psychologie herzunehmen und schauen, was macht das mit unserer Kommunikation. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man nimmt diese, die an Bill Gates oder was auch immer glauben, Verschwörungstheoretiker, die haben oft diesen Willen, einzigartig zu sein. Und der tritt noch viel stärker in Kraft, diese Verschwörung, wenn man halt die Kontrolle verliert. Und die verliert man dann, wenn man finanzielle Sorgen hat, wenn man wirklich emotionale Herausforderungen hat, man muss jemanden pflegen, man weiß nicht, wie man die Kinder hinbringt, man weiß nicht mehr, wie man das Brotmagen kauft. Und die Unsicherheit vor allem, die es gibt, wenn es heißt, okay, ich darf jetzt wieder nicht arbeiten oder ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit dem Leben. Diese Unsicherheit, die verlangt nach Kontrolle. Und diese Verschwörungstheorien geben dann nach Kontrolle. Das heißt, da in der Kommunikation auch viel vorsichtiger sein, die Leute einfach pauschal als Dummköpfe zu hinstellen. Weil wenn man das eben nicht macht, wenn man dann wieder zuhört und sagt, hey, ich höre dir mal zu, dann kennt man die Sorgen. Und wenn man die Sorgen versteht und die Ursachen, dann ist auch Kommunikation miteinander wieder viel einfacher. Nun leben wir mittlerweile ein fast dreiviertel Jahr mit dem Coronavirus. Es gibt viele Menschen, die mehr oder weniger pandemiemüde werden und die halten sich dann einfach nicht mehr an die vorgegebenen Regeln, wie zum Beispiel einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstand zu halten. Kann man ihnen das denn nach so einer langen Zeit im Leben einer Pandemie überhaupt übel nehmen? Also ich würde jetzt tatsächlich niemanden übel nehmen, weil ich glaube, wir alle. Also egal, wo man steht, ich glaube, jeder ist schon ziemlich müde von dieser Pandemie. Keiner weiß, wie lange es dauert. Und jetzt kommt so die Info mit, es gibt einen möglichen Impfstoff, der bringt schon ziemliche Hoffnung. Und jeder versucht ja selbst irgendwie schauen, okay, ich möchte Eigenverantwortung, ich möchte selber entscheiden. Und in Deutschland zum Beispiel, in Düsseldorf, gibt es gerade Maskenpflicht in der ganzen Stadtgebiet draußen. Und wenn man dann durch den Wald geht und man ist alleine oder durch den Park, dann fragt man sich schon selber, soll ich jetzt die Maske wirklich tragen oder nehme ich die mal für ein paar Minuten ab, weil es ist ja niemand. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt jemanden verübeln. Allerdings muss man halt schon dafür werben, dass man sagt, hey, wenn man hustet und man weiß nicht, woher kommt, bitte schau doch auf den anderen. Und das halt alles immer mit Respekt zueinander. Es sind da sehr viele Emotionen, aber man braucht oft mal eine kommunikative Pause, einfach sich zurücknehmen, langsamer zu kommunizieren, weil dann flachen die Emotionen ab. Und wenn die weniger sind, die Emotionen, kann man auch vernünftiger miteinander reden und kommt sich nicht sofort in die Haare, wenn jemand eine Maske mal nicht trägt.
Nun gibt es ja auch viele Menschen mittlerweile, die die Ernsthaftigkeit des Virus in Frage stellen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen und Sie haben es auch schon angesprochen. Das sind sogenannte Covidioten. Sie werden in der Gesellschaft auch als Covidioten beschimpft. Sie selbst als Autor und Kommunikationstrainer warnen vor eindimensionalen Feindbildern, die einen Keil in die Gesellschaft treiben. Sind das dann sogenannte Covidioten? Mit eindimensionalen Feindbild habe ich Dinge gemerkt, wie Gruppen pauschal zu diffamieren. Eben Covidioten, es gibt alle Gruppen, es gibt dann eben nur mehr das Schwarz oder Weiß. Es gibt die, die es sind und die, die es nicht sind. Man kennt das Gleiche auch mit politischen Wählern, wenn man zu jemandem sagt, hey, du bist ja ein Nazi, weil du wählst diese Partei, und der andere sagt, ja, du bist ein blöder Gutmensch. Also es sind immer diese pauschalen Diffamierungen, die diesen Spalt reintreiben, weil man fühlt sich dann als individuelle Gruppe gestärkt. Ah, der sagt zu mir, ich bin ein Covidiot. Dann der andere geht her und sagt, ja, zu mir sagen sie das auch, komm, tun wir uns zusammen. Und das finde ich halt ziemlich gefährlich, wenn man Gruppen einfach so pauschal diffamiert, weil der Dialog ist dann auch viel schwieriger, wenn, also wirklich, ich werbe dafür, jemanden zuzuhören, auch wenn es noch so schwierig ist. Und das ist schwierig, wenn jemand komplett mit einem anderen Weltbild über eine bestimmte Sache denkt. Wie kann man denn jetzt sogenannten Verschwörungstheoretikern am besten begegnen? Also wie sollte man hier versuchen, mit ihnen ein Gespräch aufzubauen? Sollte man versuchen, sie umzustimmen? Wie kann Ihrer Meinung nach mit Verschwörungstheoretikern ein konstruktives Gespräch zustande kommen, wo man selbst seinen eigenen Standpunkt auch noch vertreten kann? Also eine Diskussion mit jemandem, der so tief in ein Thema verankert ist, ist unmöglich. Also jemanden zu drehen, ist auch nichts in der Sache, weil beide wissen, okay, der andere will mich drehen, und dann ist die Dialogbereitschaft auch ziemlich verschwunden. Das wirkungsvollste Mittel, wenn man sagt jetzt, also in der Wissenschaft sagen die ja nicht Verschwörungstheoretiker, weil das wirbt ja, da ist eine Theorie dahinter, aber es ist ja gar keine Theorie dahinter, sondern eben diesen Mythos. Und das wirkungsvollste aus meiner Sicht ist, den Menschen Distanz zu geben. Also wenn jetzt im direkten Umkreis, wenn sogar der eigene Partner deiner Verschwörungstheorie nahesteht, dann wird das immer wieder gefüttert durch, wenn der auf Facebook, Social Media oder was auch immer ist, weil der Feed schaut halt einfach komplett anders aus wie bei anderen Menschen, weil man halt den Dingen folgt, die man für wahr und richtig hält. Das Einzige, was hilft, ist zum einen eine gute Distanz von einem Thema. Das heißt, mit so jemandem einfach mal wandern gehen, in die Natur rausgehen und das Thema einfach mal liegen lassen. Man merkt das selber so oft, wenn man irgendwo verankert und versteift ist, wenn man eine Distanz hat für ein paar Wochen, einen Monat, dann sieht man die Dinge ganz, ganz anders, und zwar von selber, da muss mich niemand umstimmen. Und das andere ist das Emotionale, wenn so jemand wirklich im Umkreis jemanden hat, der erkrankt, oder wenn derselbe erkrankt, dann wird der auch umgestimmt, ganz automatisch. Aber jemanden ein Argument aufzudrücken, funktioniert aus dem Grund nicht, weil der nicht auf der argumentativen Ebene erreichbar ist, sondern nur mehr auf der emotionalen. Und dazu sind eben dann nur mehr die Ereignisse und die Erlebnisse gut, die so etwas umändern. Nun haben wir auch neben der Corona-Pandemie auch noch andere Themen, die uns ganz brenzlig interessieren, wie zum Beispiel die US-Wahl, Terror in Wien, der Kurs der Politik, der zunehmend in die Kritik gerät. Also es gibt momentan wirklich eine Flut an Informationen gerade, die wir durch die Medien eben aufsaugen. Je komplexer ein Thema ist, desto gespaltener wird auch die Gesellschaft. Was passiert in Ihrer Meinung nach jetzt wirklich, ich meine, Sie haben es jetzt eh mehr oder weniger schon angesprochen, aber was passiert jetzt wirklich, wenn Menschen nicht mehr nur an Fakten interessiert sind, sondern sich auch in Bezug gerade auf diese Themen Corona, US-Wahl nur mehr von Stimmungen und auch Emotionen leiten lassen? Letztlich, wenn man, also alternative Fakten, wie es so schön heißt, haben eine irrsinnige Gefahr, weil die Folge von Sprache oder von Kommunikation ist meistens dann auch die Tat. Und in den USA sieht man das, schön ist das falsche Wort, man sieht es deutlich, wie Proud Boys, diese rechte Gruppe mit Waffen, wirklich versucht, da die Interessen zu verteidigen. Also die Folge von dieser misslungenen Kommunikation ist immer oder meistens Gewalt. Und daher ist es so wichtig, auch mal wirklich verantwortungsbewusst zu kommunizieren und genau hinzuhorchen, Quellen zu überprüfen, also wirklich schauen, wo kommt denn das her? Weil wir sind immer dazu geneigt, das zu glauben, was uns am besten gefällt. Und das ist zwar angenehm in der jetzigen Situation, das ist wie wenn ich ein Eis esse, das schmeckt mir ganz gut, aber wenn ich das halt dauerhaft mache, ist das eher ungesund. Und oftmals muss man halt wirklich schauen, okay, gefällt mir das nur ganz gut oder ist das eben
was vielleicht wirklich falsch ist. Und da muss man halt einfach schauen, okay, was sind denn meine Quellen? Und oft muss auch die Quellen von den Quellen prüfen. Also konkretes Beispiel noch ganz kurz. Jetzt lese ich ein Buch, da steht irgendwas mit 40 Millionen drinnen, aber es ist keine Quellenangabe im Buch. Ich weiß nicht, was ich mit der Information dann anfangen soll, weil ich das halt nicht überprüfen kann. Aber wie kann denn jetzt wirklich jeder von uns zwischen Meinung und Wissen unterscheiden, gerade in der heutigen Zeit, wo es wirklich so eine Flut an Informationen gibt, gerade in Social Media? Woher wissen wir denn in der heutigen Zeit überhaupt, was noch faktisch richtig und was falsch ist? Also die Philosophie hat da eine ganz klare Antwort, was der Unterschied zwischen Meinung und Wissen ist. Also Wissen braucht immer eine Begründung dazu. Das heißt, wenn ich jetzt eine Information habe und die ist begründet, dann muss ich diese Information als wahr herausstellen. Das ist aber oftmals gar nicht so einfach, weil wir glauben oft, es ist wahr. Das heißt, man muss diese Überprüfung auf die Wahrheit auch anstellen. Und da gibt es ein schönes Experiment, das heißt die kaputte Uhr. Das heißt, ich schaue auf die Uhr und die Uhr zeigt mir an, es ist 14 Uhr. Und dann stelle ich fest, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist wirklich 14 Uhr. Die Frage ist, das Wissen oder ist das jetzt eine Meinung? Und die Situation, dass die Uhr stehen geblieben ist und es ist zufällig 14 Uhr, die haben wir sehr oft in unserer Meinungsbildung. Das heißt, wir bauen drauf auf unsere Meinung auf kaputten Uhren. Und ich werbe auch dafür, dass man sagt, hey, prüf doch mal, ob die Uhr halt wirklich auf 14 Uhr gestellt ist oder ob das reiner Zufall ist, dass das gerade so ist. Das heißt wirklich, was kann diese Begründung widerlegen? Also das muss man im Endeffekt überprüfen. Sie sind ja auch Autor und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Dialog statt Spaltung. In diesem Buch thematisieren Sie unter anderem auch Journalistinnen und Journalisten. Welche Rolle spielen denn Journalistinnen und Journalisten Ihrer Meinung nach in Bezug auf das Thema Meinungsbildung und auch Spaltung der Gesellschaft? Was den ganzen Journalismus betrifft, bin ich sehr dankbar, dass es in den Ländern jeweils einen Pressekodex gibt. Also wenn der wirklich bewusst gelebt wird, dieser Pressekodex, dann gibt es dem gar nichts vorzuwerfen. Aber wenn man natürlich jetzt hergeht und schaut, oh, ich muss das runterbrechen, ich muss den Kontext herausreißen, ich muss eine schnelle Schlagzeile und Klickzahlen machen und finden, dann ist natürlich das wieder sehr, sehr schwierig, weil Journalismus lebt ja auch von Dingen einfach zu erklären, runterzubrechen, aber das ist halt oft die Gefahr, dass dann gewisse Sachen oder die Komplexität, die halt da ist, die man nicht einfach wegzaubern kann, verloren geht. Was erwarten Sie denn jetzt dezidiert von Journalistinnen und Journalisten in Zeiten wie diesen? Was ich erwarten würde, ist, dass ein Medium nicht immer auf die Rüge von einem Presserat wartet, sondern wirklich auch vorab sagt, okay, macht denn das wirklich Sinn, dass wir das posten? Weil es gibt doch viele Medien, die wirklich der Auflage wegen bereit sind, diese Spaltung in Kauf zu nehmen. Irgendwelche Hetzen, wenn es darum geht, um das Thema Ausländer oder Andersgläubige oder was auch immer. Also man kann ja auch Statistiken drehen und wenden, wie man will. Und was ich erwarten würde, dass auch Journalisten schauen, was hat denn das für langfristige Folgen? Gutes Beispiel ist ja auch Fox News in der USA. Durch das, was hier verbreitet wird, geht halt der Glauben an die Demokratie und an die wichtigen Institutionen verloren, der aber gerade in solchen Zeiten sehr wichtig ist. Unser Land ist hinsichtlich verschiedener Themen gespalten. Wir haben es jetzt eh schon die ganze Zeit thematisiert. Aber wie kommen wir denn alle am besten, gerade in Zeiten wie diesen, gemeinsam durch die Krise? Was haben Sie persönlich da für einen Lösungsansatz für uns alle? Also prinzipiell sollte jeder mal erstens bei sich selber anfangen. Das ist natürlich sehr schwierig. Das erfordert ja auch wieder irgendwo eine gewisse Disziplin von Menschen. Ich werbe generell für mehr Zuhören. Also Zuhören klingt so selbstverständlich. Ja, ich höre gern zu. Aber Zuhören jemand anderen 20 Minuten lang, der völlig anderes Weltbild hat, das muss man mal probieren. Das ist sehr schwierig. Wenn das gelingt, hat man schon sehr viel erreicht. Wenn jeder selbst mal schaut, hey, bin ich da jetzt im Trugschluss? Klingt das nur so schön für meine Seele oder ist das wirklich wahr? Wenn man das mal auch kritisch überprüft, wenn man nicht gleich alles auf Social Media teilt, was einem so in den Kram passt. Also wirklich auch diese ganze Konsumation von Informationen auf Social Media langsamer angehen. Also wirklich, gibt es ein Impressum mal prüfen, gibt es eine Quellenangabe, prüfen auch ganz kritisch, hey, gefällt mir das nur so oder ist das wirklich da, ist da was dran an der Sache? Gerne auch vergleichen mit anderen. Ja, es ist Arbeit. Gesunde Ernährung ist aber auch nicht einfach beispielsweise. Ich vergleiche das gern mit dem, weil hat einen positiven Effekt, ist aber oftmals ganz schwierig, weil die Versuchung halt nahe ist, das nicht zu tun. Und das ist halt mit dem Konsumieren von Informationen
genau das Gleiche. Und im Hinblick auf die Politik kann ich auch wieder nur sagen, ich kann Deutschland mit Österreich hier vergleichen, aus dem, wie ich es persönlich erlebe. In Österreich merke ich oft, da steckt noch ein bisschen Wahlkampf drinnen. Und das ist das, was auch Medien und Opposition dann den agierenden Akteuren vorwerfen. In Deutschland merke ich das sehr wenig, dass irgendwo ein Wahlkampf dahinter steckt in der Maßnahme. Und das steigert natürlich dann bei gewissen Aktionen auch die Akzeptanz. Und vor kurzem hat Jens Spahn, der Gesundheitsminister von Deutschland, zugegeben, sagt, hey, die Maßnahmen waren vielleicht etwas zu übertrieben. Und ich habe das für extrem mutig erachtet, Fehler zuzugeben, weil welcher Politiker kann heute Fehler zugeben? Und man kann ihm gar keinen Vorwurf machen, weil ich glaube nicht, dass viele Leute besser entschieden hätten, weil die Informationen damals für die Entscheidungsgrundlage nicht da waren. Und im Nachhinein ist man immer gescheiter. Und viele Leute glauben halt, sie hätten es früher auch besser gewusst. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, und ehrlich mal zugibt, ich hätte es damals auch nicht besser machen können, dann bewirkt das auch schon viel. Herr Nini, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und liebe Grüße nach Deutschland. Danke vielmals, danke für die Einladung.